Grüße euch zum Liebesorakel Februar 2017. Ich habe wieder drei Steine ausgewählt. Zeige es euch ganz kurz. Mit den Gras-Einschlüssen. Und den schwarz-grauen Achat zum Schluss. Könnt kurz in euch gehen. Ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich speziell für den Valentinstag eine Extralegung, dass die hier jetzt nicht direkt einfließt. Und zuerst werden wir mit dem germanischen Götterorakel beginnen. Und ich beginne auch schon bei der ersten Legung. Hier haben wir Ratösk, die Zerrissenheit. Mythos, das flinke Eichhörnchen klettert beständig die Esche Yggdrasil auf und ab und stiftet durch aufhetzende Worte Zwietracht zwischen dem Ahr im Wipfel und dem Nithöck unten in den Wurzeln. Beziehung. Vielleicht hat eine neue Person die Bühne unseres Lebens betreten und zeigt sich für unsere innere Zerrissenheit verantwortlich. Werden wir hier vom handfesten Zweifeln oder Ängsten geplagt, sollten wir auf die Stimme des Herzens hören, die weiß, welchem Weg sie folgen muss. Eine Entscheidung aus Liebe kann nicht wirklich enttäuscht werden, wenn sie aufrichtig ist. Anschuldigungen, Mobbing oder euphorischen Neuigkeiten sollten wir mit Zurückhaltung und neutraler Bewertung begegnen, solange sie sich nicht nachprüfen lassen. Ein altes Sprichwort besagt, Hader mag mit Schweigen getilgt werden und Traurigkeit mit Hoffnung, aber die Feindschaft, welche die Zunge bereitet, wird nimmermehr verlöschen. Die zweite Karte von Osintaro, die Führung. Die Wahrheit in deinem tiefsten Innern versucht dir zu zeigen, wohin du jetzt gehen sollst. Diese Karte bedeutet, dass du jetzt dieser inneren Führung vertrauen kannst. Meist flüstert sie nur. Deshalb zögern wir manchmal und wissen nicht, ob wir sie richtig verstanden haben. Doch es gibt ganz klare Anzeichen dafür. Folgst du dem inneren Führer, dann hast du das Gefühl, ganz und integriert zu sein und aus deinem innersten Kern heraus zu handeln. Wenn du diesem Lichtstrahl folgst, bringt er dich genau dorthin, wohin du gehen musst. Und die Göttin, hier haben wir Matt, die Gerechtigkeit. Ich
bin das Gesetz der Wahrheit, der Pfad der Integrität, Bewahrerin des Gesetzbuches und in meinem Herzen lebt Gerechtigkeit. Ich wiege alle Taten gegen meine Feder der Wahrheit und sollte sie schwer sein, erteile ich eine Lektion. Ich schaffe Möglichkeiten, ich mache Wege frei, gnadenvoll gewähre ich, was gelernt werden muss, und alles Unrecht in Recht zu verwandeln. Bedeutung: Matt ist mit ihrer Feder der Wahrheit zu dir gekommen, um dich dabei zu unterstützen, Gerechtigkeit in dein Leben zu bringen. Befindest du dich gerade in einer Situation, die dir unfair, ungerecht oder unzumutbar erscheint? Hast du integer gehandelt und ein anderer oder eine andere haben dies nicht getan? Jetzt fühlst du dich verletzt und suchst Gerechtigkeit. Warst du in deinen Worten, Taten oder Handlungen nicht ehrlich? Bist du ungerecht zu anderen gewesen oder zu dir selbst? Vielleicht sind deine Erwartungen an dich selbst so streng, dass es dir unmöglich ist, ihnen zu entsprechen. Und du musst deshalb ständig gegen sie rebellieren. Hast du einen inneren Richter, der dich für jeden Verstoß gegen seine Regeln verurteilt? Jetzt ist es an der Zeit, dein Leben anzuschauen und Gerechtigkeit einzuladen. Jetzt kannst du alte Schulden bezahlen und eine faire und vernünftige Bilanz deiner Handlungen ziehen. Matt sagt, dass du deinen Weg zur Ganzheit findest, wenn du die liebende Natur der Gerechtigkeit akzeptierst. Sie wird die notwendige Lektion herbeiführen, um alles Unrecht in Recht zu verwandeln. Liebes Kathi, haben wir die Unterschiede. Kommen Sie gut damit zurecht, dass Ihr Partner anders tickt als Sie? Mit dieser Karte sind Sie aufgefordert, die Unterschiedlichkeit in Ihrer Beziehung aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Erkennen Sie Ihre verschiedenen Persönlichkeiten und Standpunkte an? Sie können doch auch die Formen und Farben von zwei verschiedenen Blumen akzeptieren. Die Blumen sind nicht ähnlich, aber ist deswegen eine von ihnen richtig oder falsch? Muss sich eine von ihnen ändern, statt darüber zu streiten, wer Recht oder Unrecht hat? Könnten Sie anerkennen, dass Sie beide richtig liegen, wenn Ihr Partner Sie verurteilt, weil Sie nicht so denken wie er? Machen Sie ihm klar, dass Sie das Recht haben, anders zu sein als er. Hier haben wir die Unterschiede. Die Leichtigkeit. Ach je. Sind Sie gerade dabei, sich in ein Problem zu verbeißen? Mit der Karte Leichtigkeit kommt der Vorschlag, eine kleine Atempause einzulegen. Auch in Phasen, in denen man an einer Beziehung arbeitet, muss man zeitweise locker lassen. Es ist das beste Gegenmittel, um nicht in allzu große Ernsthaftigkeit zu versinken. Genießen Sie Ihr Miteinander völlig unabhängig davon, was gerade zwischen Ihnen schwellt. Heben Sie sich ein wenig über die Dinge wie ein Drachen, der im Wind schwebt. Humor ist eine wunderbare Form der Leichtigkeit und hilft Ihnen, übermäßige Belastung abzubauen. Vielleicht glauben Sie, dass Sie erst wieder leicht und glücklich sein können, wenn Sie Ihr Problem gelöst haben. Irrtum. Wenn Sie zwischendurch Spaß haben, werden Sie findiger beim Lösen der schweren Probleme und es geht Ihnen besser dabei. Die Engelkarte Eldor, der mutige Kampf.
Wie geht hier die Zukunft weiter? Die Zukunft bringt hitzige Kämpfe, Streit und Verwundungen, aber auch süße Versöhnungen, berauschende Sinnlichkeit und Lebensfreude pur. Sind mir drei Karten herausgefallen. Und hier haben wir einmal die drei Stäbe, die Tugend in unseren persönlichen Beziehungen bedeutet die Karte, dass zwischen inneren Wünschen und äußerem Erleben eine harmonische Übereinstimmung besteht. Unsere innere Haltung hat sich zum Vorteilhaften gewendet. Neue Kontakte entwickeln sich leicht und diese Verbindungen erschließen neue Bereiche von großer persönlicher Bedeutung. Neue Aktivitäten und neue Zielsetzungen verknüpfen sich mit einem tiefen Selbstvertrauen in unsere innere Mitte. Die zweite Karte sind die zwei Kelche, die Liebe. Im Bereich unserer Beziehung geht der Abendstern Venus im Zeichen des Mondes Krebs auf und beide begünstigen mit ihrem Licht die Kräfte der Liebe. Die Karte steht Phasen für der Verliebtheit, des Flirts, aber auch recht häufig für einen neuen, sympathischen Menschen, der plötzlich die Bühne unseres Lebens betritt. Na, hört sich doch sehr vielversprechend an. Und Amors Botschaft, die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Kommen wir zur zweiten Legung. Nagelfar, der Unheilschmied. Na, aber er hält ja hier das Schiff auch fest und navigiert uns hier durch die stürmische See. Mythos, das Schiff, welches komplett aus dem Fuß und Zehennägel toter Menschen gefertigt ist, läuft zu der Ragnarök aus, seinem Hafen. An Bord all die Riesen, Trolle und Dämonen, welche sich voller Hass aufmachen, die Götter zu vernichten. Beziehung. Auf dieser Ebene zeigt die Karte die dunklen Wolken eines aufziehenden Gewittersturms, der folgenschwere Auseinandersetzungen mit sich führt. Ob das Schiff jedoch an unseren Gestanden anlegt, um seinen schreckensverheißenden Inhalt über uns auszugießen, haben wir möglicherweise noch selbst in der Hand. Doch dafür sollte vor allem nach innen geschaut werden, da unser Tun bzw. unsere Haltung eine entscheidende Rolle bei der Anziehung dieses Unheilboten oder des zu befürchtenden Konfliktes gespielt hat. Weiter kann Nagelfar als angstbesetztes Zeichen für das schmerzhafte Scheitern von Hoffnungen, irrealen Sehnsüchten und überhöhten Erwartungen verstanden werden. Na, sieht man jetzt ungern in der Liebeslegung. Und Ocentero zeigt das Abenteuer an.
Abenteuer haben nichts mit Plänen, Landkarten, Programmen oder und Organisation zu tun. Der Page, der Regenbogen, symbolisiert eine Einstellung, die wir überall haben können, zu Hause oder im Büro, in der Wildnis oder in der Stadt, bei einem kreativen Projekt oder in Beziehungen, wenn wir an Neues und Unbekanntes mit dem Vertrauen eines Kindes herangehen, wenn wir unschuldig, offen und verletzlich bleiben, können selbst die alltäglichsten Dinge zu großen Abenteuer werden. Und die Göttin, hier haben wir Durga, Grenzen. Wenn Dämonen mich bedrohen, schütze ich mich entschlossen mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Tief aus meiner Mitte heraus, ich rufe alles herbei, was ich brauche. Ich bin die Unerreichbare, denn ich gehe dorthin, wo mich all das nicht erreichen kann, was mich zerstören will, was mich vernichten will, was mich verletzen will. Ich bin die Unnahbare, was ich nicht zu mir lassen will, erreicht mich nicht. Ich tanze meinen Tanz des Einsseins nur mit dem, was mich stärkt, was mich nährt, was mich liebt. Allem, was dies nicht tut, sage ich, wag dich nur in meine Nähe. Bedeutung: Du hast Durga in dein Leben gerufen, damit sie dir hilft, klare Grenzen zu setzen. Was lässt du zu dir durchdringen, was du lieber draußen lassen sollst? Wie beschützt du dich, dein Leben, deine Zeit? Ist der Satz, nein, das geht jetzt nicht, ich muss mich gerade um mich selbst kümmern, Bestandteil deines Wortschatzes? Hast du das Gefühl, dass andere alles bei dir abladen? Verlierst du öfter das innere Gleichgewicht, weil du gibst und gibst und gibst, solange bis nichts mehr für dich übrig bleibt? Durga ist zu dir gekommen, um dich dabei zu unterstützen, klare Grenzen, um deinen dir eigenen Raum zu ziehen und sie durchzusetzen. Klare Grenzen zu ziehen ist eine Handlung der Liebe zu dir selbst. Wenn du diese Grenzen nicht setzt, verstehen andere dich als grenzenlos und überhäufen dich mit Forderungen. Niemand kann ohne Grenzen leben. Wir alle haben unsere wunden Punkte und sind verletzlich. Deshalb haben wir das Bedürfnis, bei bestimmten Gefühlen vorsichtig und einfühlsam behandelt zu werden. Durga sagt dir, dass Grenzen lebenswichtig sind, weil sie anderen zeigen, wer du bist und wo du stehst. Und die Liebeskarte, gemeinsame Träume, beziehungsweise gemeinsame Visionen. Wie stark wird Ihre Aufmerksamkeit von kleinen alltäglichen Aufgaben verschlungen, wenn Sie oder Ihr Partner oft über Kleinigkeiten jammern oder sich aufregen, wer was gesagt hat und was schiefgelaufen ist? Kommt hier ein Gedankenanstoß? Verlieren Sie die äußeren Ziele nicht aus den Augen? Finden Sie heraus, was Ihre echten Prioritäten sind, was Sie inspiriert und Ihr Leben lebenswert macht. Welches sind Ihre wahren Leidenschaften? Überprüfen Sie, wie weit Ihre Beziehung zu dem passt, was Ihnen wirklich wichtig ist. Vielleicht möchten Sie und Ihr Partner über Ihre gemeinsamen Visionen diskutieren, also über all die bedeutungsvollen Dinge, die Sie beide für wichtig erachten. Es ist die Quelle Ihrer Inspiration, die Ihnen als... die Ihnen wirklich wichtig sind. Vielleicht möchten Sie und Ihr Partner über Ihre gemeinsamen Visionen diskutieren, also über all die bedeutungsvollen Dinge,
die sie beide für wichtig erachten. Es ist die Quelle ihrer Inspiration, die ihnen als Team helfen kann, selbst in schweren Zeiten zueinander zu stehen. Was sagt der Engel über eure Zukunft von Deus? Die Ausgewogenheit. Die Zukunft kann sehr harmonisch werden, wenn jeder der Partner durch den anderen lernt, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und hier haben wir das Ass der Kelche. Im Bereich unserer persönlichen Beziehungen sind wir zu großer Liebe bereit. Die Karte beschreibt die Reise zum Herzen. Die Chance, die sich hier bietet, reicht vom Gefühl spontaner Verliebtheit bis hin zu dem tiefsten Glück reifer Liebe und einer vertrauensvollen Gewissheit der Geborgenheit und des Aufgehobenseins im anderen. Hier haben wir den Stern. Im partnerschaftlichen Bereich steht der Stern für die zukunftsreiche Beziehung. Er zeigt neue, weitreichende Perspektiven in einer bestehenden Verbindung oder kann Sehnsucht, Hoffnung und Aussicht auf eine neue bleibende Partnerschaft bedeuten. Allerdings warnt die Karte auch vor der Gefahr, dass wir uns in Infantilität verstricken, da viele Ziele, die wir in der Partnerschaft anstreben, häufig nur die Wiederbelebung ungestillter Sehnsüchte sind, die wir an der nährenden Mutterbrust entwickelten. Auf dieser Ebene lehrt sie uns, dass irdische Liebe eine Kraft ist, die über sich selbst hinausweist und der reale Partner notwendigerweise ein Versprechen verkörpert, das ich so nicht erfüllen kann, die aber, wenn sie uns zu transzendentem Streben animiert, dort ihre Erfüllung finden kann. Hier folge die Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Tut der Po weh. Kommen wir zur dritten Legung. Der Berserker. Die Aggressivität. Mythos. Die Berserker waren Männer, die sich im Kampf durch besondere Wildheit und Tapferkeit auszeichneten. Durch Beihilfe von Rauschgetränken verfielen sie in eine Art Kriegerwut und waren bereit, ihr Leben für den Stamm oder Führer hinzugeben. Beziehung, ungestümer Eroberungsdrang, entfesselnde Leidenschaft, animalische Sexualität, kurz, ziemliche Anspannungen bestimmen das Spielfeld der Liebe. Mit diesen Energien ist nicht zu spaßen, da sie sich schnell jeglicher Kontrolle entziehen und in Abhängigkeit führen können, die auch vor Gewalt und Erniedrigung nicht zurückschrecken. Ziehen wir die Karte für uns selbst, ermessen wir selbst am besten, auf welch brodelndem Kochtopf wir sitzen. Wird die Karte für ein Gegenüber gezogen, ist taktvolles Agieren ratsam.
Die Osen-Tarotkarte der Kummer. Tiefer Kummer kann uns eine große Transformation bringen. Dafür müssen wir an die Wurzeln unserer Schmerzen gehen und sie so spüren, wie sie sind, ohne Selbstmitleid und ohne andere zu beschuldigen. Die Göttin der dritten Legung, Mawe, die Verantwortung. Ich bin eine Kriegerin des Herzens. Ich bin die Göttin im Reich meiner selbst. Ich kann in allen Situationen angemessen reagieren. Denn ich weiß, wer ich bin. Meine Handlungen sind im Einklang mit mir. Das, was ich glaube, ist im Einklang mit mir. Alles, was ich tue, ist im Einklang mit mir. Das, was außerhalb meiner selbst ist, bleibt draußen. Das, was in ich hineinlasse, nehme ich ganz und gar in Besitz. Wie kannst du Verantwortung tragen, wenn nicht alle Aspekte von dir dein eigen sind? Wie kannst du über dich selbst bestimmen, wenn du nicht Königin bist in deinem eigenen Reich? Wie kannst du dich einsetzen für deinen Gefährten, deine Kinder und deine Gemeinschaft, wenn du nicht bereit bist, für dich selbst Verantwortung zu übernehmen und für dich einzustehen? Bedeutung: Mawe schreitet kühn in dein Leben und fordert dich heraus, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Es ist Zeit, dass du Königin deines Reiches wirst, indem du dir all dessen, was du tust, was du bist und was du glaubst, gewahr wirst und dann dafür die Verantwortung übernimmst. Gibt es Stellen in dir, die so unsicher sind wie unerforschtes Gewässer? Scheinst du dein Leben wie ein Automat zu leben, als ob du von jemand anderem programmiert worden wärst? Vielleicht hast du dich einfach in eine bestimmte Situation hineintreiben lassen, anstatt herauszufinden, ob das Richtige für dich ist. Oder bist du nicht bereit, deinen Anteil an einer bestimmten Situation zu sehen, wahrzunehmen, wie sehr du selbst diese Situation oder Beziehung geschaffen hast? Mawe erinnert dich daran, dass du auf deinem Weg zur Ganzheit Verantwortung für dein Leben übernehmen musst, egal wie es aussieht. Denn nur wenn du anerkennst, wer du bist, was du bist und wo du stehst und dich dafür verantwortlich fühlst, kannst du etwas Neues erschaffen. Deine Amors-Botschaft auf und ab. Kennen Sie die Zyklen und Rhythmen Ihrer Beziehung? Es gibt Zeiten für Nähe und Distanz, für Aktivität und Ruhe, für Frieden und Konflikt, Leidenschaft und Gleichgültigkeit, für viele und für wenig Energie. Manchmal arbeitet man an der Beziehung, manchmal lässt man alles einfach fließen. Probleme entstehen meistens dann, wenn die Rhythmen beider Partner nicht synchron sind. Dann will einer zum Beispiel etwas unternehmen, der andere braucht Ruhe und Rückzug. Oder einer will sich über die Beziehung unterhalten, der andere findet, alles läuft bestens. Wenn die Karte auftaucht, sollten Sie sich entspannen, wehren Sie sich gegen nichts, was passiert. Bewegen Sie sich einfach weiter, es ist nun mal so im Leben. Manchmal sind Sie und Ihr Partner synchron, manchmal nicht. Auch das ist ein ganz normaler Rhythmus.
Engeleitum, der Fortschritt, die Zukunft bringt ihnen überraschende neue Erfahrungen, die sie sich niemals erträumt hätten. Viele finden ganz plötzlich einen neuen Partner. Hier hätten wir die Königin der Stäbe. Die Selbstbestimmtheit, die diese Karte ausdrückt, bedeutet, dass wir in unseren Beziehungen mündig werden und damit auch bislang überlegenen Partnern künftig Paroli bieten. Die aktive, temperamentvolle Feuergöttin und Liebeszauberin versteht es, sich durchzusetzen und wo es sein muss, auch gegen den Widerstand des Recken, den sie sich zur Seite wünscht. Wenn für den Stabkönig der Widerspruch zutrifft, dass er eine gleichberechtigte Partnerin sucht, die sich seinen Wünschen fügt, dann sucht sich die Stabkönigin einen überlegenen Helden, der sich ihren Vorstellungen unterwirft. Die sechs Scheiben, der Erfolg. In unseren Beziehungen steht die Karte für angenehme Wachstumsphase, in denen manche Wünsche in Erfüllung gehen. Sie kann den Beginn einer neuen, beständigen Verbindung ebenso anzeigen wie den weiteren Ausbau und die Verfestigung einer alten, vertrauten Partnerschaft. Und die Amors Botschaft Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Dann haben wir noch die anderen Herzkarten. Ich mische. Ich löse auf. Ich liebe dich. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Verspieltheit. Nein. Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Und das hier. Ich wünsche euch einen wunderschönen Februar.